Wir alle werden verarscht. Ein jeder nach seinem Vormann. Darf haben wir uns versklavt. So süß war der Schlaf. Wo ich dann besoffen, ließ man uns auch noch mehr hoffen. Jetzt ist die Party vorbei, der Sack wird zugemacht. Eins, zwei, drei, du bist dabei. Und wenn nicht, dann zeig es sich. Ihr Ziel ist nicht einfach nur diese Welt, sondern dass ein jeder mit ihnen in den Abgrund fällt. Drum sei ein Held, rette dich für die bessere Welt. Dankbarkeit und Interessen sind zwei ganz verschiedene Dinge. Wir müssen unsere Interessen sehen und da spielt Dankbarkeit eine untergeordnete Rolle. Entscheidend ist, was ist heute für Deutschlands Sicherheit und für Deutschlands Zukunft wichtig. Und da muss man erkennen, dass wir in einem gefährlichen Maße von US-Innenpolitik abhängig sind. Der frühere unter Trump für, ich glaube, 2 Jahre oder so etwas, 1,5 Jahre, zuständige Minister für Verteidigung in den USA, Mark Esper, hat in den letzten Wochen ein interessantes Buch veröffentlicht. Und in dem zeigt er, wie stark die innenpolitischen Bedingungen und die Außenpolitik auch unter Trump bewegt haben. Und das ist hochriskant für uns, hochriskant. Weil die USA wählen alle 2 Jahre, sind also im Grunde genommen außenpolitisch kaum handlungsfähig, weil immer wieder sozusagen die nächste Wahl eine große Rolle spielt. Das ist ein Verhängnis für die USA. Die können das nicht ändern, wissen sie selbst, weil das in der Verfassung steht und die Verfassung so schwer änderbar ist. Aber im Kern ist das Problem, dass die USA ihre Außenpolitik in hohem Maße von ihrer Innenpolitik abhängig machen müssen. Und das ist für Europa und für Deutschland eine gefährliche Situation. Wir sollten offen mit den USA darüber reden, dass die Sicherheitsinteressen der USA nicht die Sicherheitsinteressen Europas sein können. Das ist, dazu brauchen wir ja keine politische Wissenschaft. Wenn ein Land 6000 Kilometer und vom Atlantik von uns getrennt ist, dann hat es natürlich andere Sicherheitsinteressen als wir. Ich bin nur der Meinung, und das kann man beweisen, dass natürlich Sanktionen anstelle von Verhandlungen in der Frage der Ukraine und in der Frage der Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO nicht sinnvoll waren. Biden hat am Ende der NATO-Gipfelkonferenz im März dieses Jahres gesagt, er habe Sanktionen angedroht. Daraufhin hat doch eine CBS-Journalistin gesagt, aber Sie wissen doch, Herr Präsident, dass die Sanktionen nicht gewirkt haben. Daraufhin hat er gesagt, Sanktionen wirken nie. Im Sinne von Frieden, also Deter verabschrecken oder Sanktionen schrecken niemals ab. Also er wusste, dass er ein zur Verhinderung des Krieges völlig untaugliches Mittel benutzte, anstatt zu verhandeln. Das finde ich eine große Sünde und ich schreibe damit auch den USA einen erheblichen Anteil daran zu, dass wir heute in dem Kriegszustand sind. Ich bin fest davon überzeugt, man hätte es durch Verhandlungen über die Ukraine auch verhindern können. Und dass die USA diesen im Westen offenbar längst feststehenden Beschluss, übrigens auch von der Rand Corporation, dann noch kurz vor Kriegsbeginn bestätigt, also der amerikanischen Planungsorganisation der Rand Corporation bestätigten, Entscheidung des Westens, die Ukraine darf nicht in die NATO kommen, weil das Gefahren des Krieges auslöst, dass die USA das dennoch betreiben, das verdanken wir diesem Establishment in Washington, von dem ich gesagt habe, für die sozusagen
der Kampf gegen Russland das Abendgebet ist und dass wir dann am nächsten Tag noch einmal nachbeten. Und das ist ein Fehler und darüber muss zwischen Deutschland und den USA geredet werden und auch zwischen der EU und den USA. Was will denn dieser Zirkel, von dem Sie sprechen, der da interessiert ist, Russland weiter zurückzutreiben? Also was ist denn der Sinn der Sache? Ist es die Waffenindustrie weiter zu fördern oder was sind da Ihre Vermutungen? Das ist schwer zu sagen, wie weit die Waffenindustrie dahinter steckt. Ich glaube nicht in erster Linie. Ich glaube, in erster Linie steckt dahinter eine seit 150 Jahren bestehende Auffassung in den USA, Russland sei das Evil Empire und man müsse das zurückdrängen und bekämpfen. Und diese Auffassung wiederum ist auch verwandt mit der britischen Tradition, Russland als einen gefährlichen Feind zu betrachten. Warum? Weil die Briten immer befürchtet haben, Russland, schon das Zarenreich, könne auf dem Landweg Indien erreichen. Deswegen hat man schon immer Russland sozusagen versucht einzugrenzen, bis zu einem Krieg um die Krim, wo man Sevastopol mit französischen und britischen Truppen zerstört hat, obwohl der Krieg von Russland längst als nicht mehr existent bezeichnet wurde. Also es gibt dort eine gefühlsmäßige Feindschaft gegenüber Russland, über die ich auch in meinem Buch geschrieben habe. Und die ist eine Gefahr für uns, denn, da komme ich zurück auf den Ausgangspunkt. Die USA sind von diesem Russland, von dem westlichen Teil von Russland, als Moskau und als St. Petersburg und so weiter, weit, weit entfernt. Für uns ist es der größte, wichtigste und wie wir jetzt auch sehen, offenbar auch gefährlichste Nachbar. Und deswegen haben wir andere Interessen in der Sicherheitspolitik als die USA. Und wenn wir uns auf die USA-Innenpolitik verlassen müssen, was dort gerade genehm ist und dort gerade geht, weil dort immer gewählt wird, dann haben wir für Europa keine wirkliche Sicherheit. Und darüber, mehr sage ich gar nicht, muss endlich debattiert werden. Das darf man nicht länger unterdrücken. Ein Militärbündnis zwischen Russland und China. Und warum? Weil man eben auf der westlichen Seite überhaupt nicht versucht hat, mit Russland nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion eine konstruktive Zusammenarbeit zu organisieren. Das geht zurück, wie gesagt, schon auf den Vater Bush, also auf den ersten Bush-Präsidenten, der damals gesagt hat, nein, nein, wir haben den Kalten Krieg gewonnen und wir werden die NATO erweitern, obwohl wir etwas anderes zugesagt haben oder mündlich zugesagt haben. Das ist das Problem gewesen. Und die ganze Entwicklung zwischen 1990 und ich sage mal 2007, als Putin seine aggressive Rede in München vor der Sicherheitskonferenz gehalten hat. Diese ganzen 15 Jahre, die da abgelaufen sind, die muss man in der russischen Geschichte verstehen. Man muss immer andere verstehen. Ich bin deswegen auch stolz, ein Putin-Versteher zu sein, weil ich versuche zu verstehen, was ihn bewegt. Nur so kann ich überhaupt vernünftige Politik machen. Also er hat nie gesagt, er wolle Polen zurück in das russische Reich. Das ist ein Märchen, was die Amerikaner hier verbreiten. Das war nie Putins Absicht. Und das hat er nicht mal mit der Ukraine gewollt. Er wollte von der Ukraine lediglich eine feste Zusage über zwei Dinge. Erstens, dass sie das Minsk-Abkommen einhalten. Und das heißt, dass der Teil, der extrem russisch ist, nämlich der sogenannte Donbass, also die Ostgrenze sozusagen der Ukraine, dass der eine Autonomie, eine Selbstverwaltung bekommt, wie die Ukraine das versprochen hat. Und zweitens, dass die Ukraine als Ganzes dann nicht in die NATO kommt. Und wenn man das gemacht hätte, wäre das alles nach meiner festen Überzeugung nicht passiert. Und ich glaube, das kann man beweisen. Die Krim war wirklich ein ganz besonderer Fall, von dem selbst Helmut Schmidt damals gesagt hat, er habe Verständnis für den russischen Präsidenten. Die Krim ist ein uraltes russischer Teil Russlands. Und wie gesagt, ich habe von dem Krimkrieg aus dem Jahr 1853 vorhin auch schon mal gesprochen. Ja. Also es kommt darauf an, wie man die Krim betrachtet. Und der Krim hat es im Übrigen ja auch nach 1990, also nach der Verselbstständigung der Ukraine, nach dem Ausscheiden der Ukraine aus der Sowjetunion, aus dem alten Russland, gab es ja auf der Krim auch starke Bewegungen und ein Referendum, das ganz eindeutig auf der Seite der russischen Zugehörigkeit war. Dieses Referendum könnte man auch heute, das wäre auch ein Vorschlag von mir gewesen, nochmal nachholen. Deutschland heute ist eine Nation im freien Fall. Deutschland ist ein oberster Richter,
der mit seinem Regierungschef diniert, bevor er am Folgetag ein Urteil über sie zu sprechen hat? Ist ein oberster Geheimdienstchef, der seinen direkten Amtsvorgänger verfolgt wie einen Staatsfeind? Eine Innenministerin, die gegen Bürger hetzt und sie verprügeln lässt, wenn die friedlich ihre Bürgerrechte nutzen und schlimmer noch, unsere Verfassung und die Reste unseres Rechtsstaats aktiv bekämpft wie sonst niemand? Deutschland heute ist ein Minister für Wirtschaft, der von Geld so viel versteht, wie die Kleinkinder, für die er hauptberuflich Bücher schreibt. Und dessen Hintermänner planvoll die Grundlagen unseres Wohlstandes vernichten. Deutschland heute ist ein Minister für Gesundheit, der unzählige Menschen vorsätzlich schwer krank macht, um für wenige Menschen Milliarden zu verdienen. Es ist ein Kanzler, der tief verstrickt ist in den größten Steuerraub der Geschichte dieses Staates und neben vielen, vielen weiteren vor allem auch immer wieder ein Polizeiapparat, dessen Antiterroreinheiten immer brutaler selbst Terror ausüben gegen jene, die friedlich gegen diese Missstände protestieren. Deutschland heute ist der Endzustand von Korruption, ein Zustand von totaler Spaltung. Eine Spaltung nicht nur zwischen Ost und West oder links und rechts allein, nicht nur zwischen Arm und Reich, sondern die Spaltung zwischen allen Bürgern. Eine gewollte Spaltung, die einem Zweck alleine dient, das zu zerstören, was Demokratie gerade ausmacht. Freie Bürger und ihre Achtung voreinander. Freie Bürger, die über alle Unterschiede miteinander Frieden wahren und Achtung. Denn ohne solchen freien Bürger gibt es nur Herrscher und Beherrschte, Untertanen. Und so kennt unser Land nach 30 Jahren Spaltung heute keine freien Bürger und keine funktionierende Demokratie, keine Gewaltenteilung, keine Meinungsfreiheit, die diesen Namen noch verdienen würde. Nach 30 Jahren Spaltung ist unser Land bankrott, seit langem schon politisch und ebenso sozial. Und nach 30 Jahren Spaltung steht auch das Letzte vor dem Ende, was diesem Land den Frieden wahrte: unsere Wirtschaft und unser Wohlstand. Unser Bankrott ist heute schon total. Unsere Straßen und Brücken sind so marode wie unsere Strom- und Leitungsnetze. Am schlimmsten aber so wie unsere Kindergärten und Schulen. Sie zerfallen und verrotten. Es fehlt an allem, Lehrer, Bücher und vor allem aber auch dort, am Willen zur Veränderung. Seit Jahren zerfallen die Grundlagen unserer bloßen Existenz. Und heute, nach den letzten Jahren blanken Wahnsinns, fehlt es uns auch an Strom und Gas und selbst dem Allernötigsten, dem Frieden. Es tobt schon lange ein kalter Bürgerkrieg in diesem Land. Vorerst nur dort, wo alle Kriege unserer Zeit beginnen, in den Medien und im Digitalen. Das erste Mal aber seit Ende des Weltkrieges droht uns auch wieder und ohne jede Not ein heißer Krieg mit Russland. Diesen Zustand des Verfalls brachte letztlich nur ganz banale Korruption. Wir Bürger dulden schon seit Jahren hier Regime, deren Wesenskern es ist, alles zu verhöhnen, durch das wir Bürger es bezahlen. Leistung, Verantwortung und vor allen Dingen Arbeit. Die Seilschaften der Altparteien verhöhnen uns ganz offen, wenn sie ihre Handlanger an der Spitze unseres Verfassungsgerichts installieren, wenn sie ihre gescheiterten Ministerdarsteller an die Spitzen von Behörden setzen. Wenn solche Unfähigkeit und solche Korruption, wenn die Verweigerung jedweder Leistung, wenn das Verleugnen jeder Verantwortung für eigenes Tun die höchsten Ämter eines Staates rauben können, dann nur deshalb, weil seine Bürger ihn aufgegeben haben. Die Korruption, die unseren Staat zersetzt, hat heute einen Grad erreicht, der all jene demütigen muss, die sich des eigenen Verstandes noch bedienen. Mit einer selbst erfundenen Sprache und glatter Leugnung einfachster Natur, angeblicher Geschlechterwahl oder erneuerbaren Energien, die allen Wissenschaften widersprechen. Mit all dem verhöhnen sie ganz offen jeden, der noch denken kann. Und die, die es wagen, das zu sagen, die hetzen sie mit allen Mitteln, grenzen sie aus und jagen sie. So geht Faschismus immer wieder. Und Schuld daran tragen wir Bürger. Wir wissen heute nach Corona sicher, nach dieser frei erfundenen Pandemie, wir waren es, wir Bürger, die das stete Wachstum dieser Korruption selbst nährten. Diese Korruption, die aus uns Untertanen macht. Wahr ist, die satte Mehrheit unseres Landes hat sich für die eigene Freiheit nie ausreichend interessiert. Und so ist von den Resten jener Bundesrepublik, die wir hier immer zu beschwören, bis heute nicht ein Meldeschein geblieben. Nicht einmal mehr der Anschein noch von Demokratie, von Rechtsstaat oder gar von Freiheit. Mit den letzten Masken der Corona-Lüge hat das Regime ganz unverhohlen auch alle anderen fallen lassen.
Auch nach dem Ende seiner Pandemieaufführung betreibt es heute offen unsere Unterwerfung. Mit einer Vielzahl von Gesetzen und mit voller Absicht sorgt es wöchentlich für neue Messermorde überall in diesem Land. Für täglich neuen Hass auf unsere Lebensweise und uns Bürger. Ein Hass auf uns, den die Parteiverbrecher teilen, die ihn schüren. Und darum werden sie ihn nie enden lassen. Nie die Zerstörung unserer Städte, unserer Schulen, wie auch ja, die Morde an unseren Kindern. Sie alle sind gewollt. Gewollt von einer Nancy Faeser, die ihren Abschau gegen freie Bürger und alle Werte unseres Grundgesetzes nicht einmal mehr zu tarnen sucht. Seit dem Ende seiner Pandemieaufführung hat ihr Regime das Ausmaß seiner Lügen in einer Weise gesteigert, die allen Virenwahn lange übertrifft. Heute, da selbst der Letzte zu begreifen beginnt, dass ihre Lüge von der Pandemie nichts anderes war, beschwören die Erfinder naturgemäß den nächsten Horror. Noch viel größer, viel, viel größer muss er sein. Und helfen gegen ihn soll, anders als noch bei Corona, allein die totale Unterwerfung. Denn die Vernichtung drohe uns ja schließlich, uns allen. Und so epochal, so endgültig, dass jeder Zweifel sich verbiete und Gehorsam die alleinige Alternative sein kann. Der Himmel selbst, der fällt uns jetzt auf den Kopf. In Form eines Gases, CO2. Totaler noch als jeder Virenwahn soll jetzt die Angst werden vor diesem Gas. Und uns davon zu erlösen, natürlich, rauben sie uns dann den Hausbesitz. Sie zwingen uns durch Heizungsverbot und Umbaupflichten mit voller Absicht in die Überschuldung. So lebt dann der perfekte Untertan, ohne Eigentum und künftig dann gewiss auch ohne Bargeld. Da solche Untertanen Wahlen nicht mehr brauchen können, haben sie das auch wegreformiert. Unseren Bundestag hat das Regime zum Scheinparlament verkrüppelt. Durch eine sogenannte Wahlrechtsreform, die nichts anderes ist als ein weiterer Ausbau der Parteienkorruption. Mit einer Wahlrechtsreform, deren einziger Effekt die vollkommene Unterwerfung der Parlamentarier unter die Korruption ihrer Parteiführung ist. Das alles geschah in den vergangenen 6 Monaten. Damit wurde überdeutlich, dass wir uns lange hätten eingestehen müssen, dass etwas fehlt im Herzen dieser Republik. In dieser Republik gab es nie Bürgertum. In dieser Republik gibt es heute vor allen Dingen Untertanen. Es können keine Bürger sein, die in ihr die Mehrheit stellen. Bürger schreien nicht nach Führern, nach Erlösern oder Verboten. Für Bürger zählt die Freiheit mehr als jeder Schein an Sicherheit. Bürger sind dem Staat nicht hörig und schon gar nicht seinen Funktionären. Bürger wissen, dass sie es sind, denen Rechenschaft geschuldet wird. In einem Staat. Die Rechenschaft jeglicher Staatsgewalt. Aus dieser Einsicht und mit offenen Augen folgen Bürgern den Gesetzen, doch niemals blind und aus Prinzip. Auf diese Selbstverständlichkeit baut unser Grundgesetz. Auf diese Selbstverständlichkeit haben auch wir gebaut, nach all den Jahrzehnten scheinbarer Demokratie. Heute, nach 3 Jahren Terror, ist es Zeit, dass wir uns eingestehen, es gab nie Bürgertum in dieser Republik. Nie auch nur den Ansatz jenes Selbstbewusstseins, das Bürger erst aus Untertanen macht. Was wir bis vor 3 Jahren noch gesehen haben mögen als solches Selbstbewusstsein, hat sich entlarvt als Arroganz, als Überheblichkeit all jener Privilegierten, die sich nach der letzten Verheerung des Faschismus durch Glück wiederfanden, auf der günstigen Seite einer Teilung. Der Überfluss ihrer Alimentierung führt uns heute direkt zur nächsten Korruption. In einen Endzustand der Saturiertheit und solch abgehobener Dekadenz der wenigen Profiteure, solch Realitätsverlust in Selbstbesoffenheit, dass ihnen nicht mal mehr klar ist, wer von ihnen Mädchen oder Junge ist. Dass es die Menschen waren in Ostdeutschland, die unseren Irrtum zuerst erkannten, kommt nicht von ungefähr. Sie kannten all die Stanzen, all die Lügen, die heute nun von Baerbock kommen und von Scholz. Sie kannten all die hohlen Phrasen der Korrupten, die mit neuer Färbung heute den gleichen Zielen dienen wie schon damals. Es waren die Menschen in Ostdeutschland, die als einzige unserer Generation je begannen zu entwickeln, was dieser Republik bis heute fehlt, das Selbstbewusstsein ihrer Bürger. Nach 3 Jahren wissen wir, es kann nicht weitergehen wie bisher. In diesem Land, ich sage es wieder, regieren Mörder. Sie werden es uns niemals eingestehen. Sie werden bis zum letzten Tag noch lügen und niemals zugeben, was wirklich war. Sie werden töten, immer wieder. Und trotzdem scheitern. Wie die letzten mit übergroßem Terrorapparat. Am Mut und am Selbstbewusstsein eben jenes Bürgertum, das damals, 89 erst, im Osten seinen Anfang fand.
Mehr als ein Anfang aber war es nie. Und darum fehlt diesem Deutschland bis heute sein Bürgertum so sehr wie die erhoffte Einheit. Eines scheint mir dabei heute leider sicher. Allein durch Wahlen ist sie nicht mehr zu erreichen. Das Gleiche gilt leider für unsere bürgerliche Freiheit. Die Spaltung heute geht zu tief. Zu weit fortgeschritten ist die Parteienkorruption. Mit den Massenmedien und der Justiz hat sie alle Kontrollinstanzen zersetzt. Unser Staat ist in der Hand, man kann es nicht anders beschreiben, als von Feinden seiner eigenen Verfassung, die gegen ihre Kritiker die Geheimdienste in Stellung gebracht und ihre ersten politischen Häftlinge bereits entrechtet haben. Bis diese Verfassungsfeinde offen morden, kann es nur eine Frage der Zeit sein. Gewalttaten aber werden gegen diese Verbrecher ebenso wenig helfen, wie Wahlen es noch könnten. Als Demokraten haben wir nur eine einzige Chance: Verweigerung. Keinen Handschlag unserer Arbeit, keinen Cent unseres Geldes dürfen wir ihnen überlassen. Weder als Rundfunkgebühr noch als Steuer. Wo immer wir ihnen begegnen, müssen wir uns ihnen in den Weg stellen und ihre Verbrechen beim Namen nennen. In Frieden und mit einem Lächeln. Ihren Vollstreckern in Uniform, in Roben und in Zivil müssen wir jeden Gehorsam verweigern und mit den Konsequenzen leben. In Ruhe und Gelassenheit, aber ohne Kompromisse. Wer unser Grundgesetz bejaht und die freiheitliche Demokratie, für die es steht, kann damit nicht länger warten. Dieser Widerstand, wir können es nicht oft genug betonen, kann zu jeder Zeit nur friedlich sein. Denn anders als die Terroristen wissen wir, dass aus Gewalt nie Frieden wächst, dass Rache nie zu Freiheit führt und das Recht allein zu herrschen hat. Denn wir sind Bürger, keine Untertanen. Und hier, genau hier, sehe ich das Ziel der freien Medien, ein neues Bürgertum zu fördern. In diesem Sinne, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Otte, hoffe ich auf Ihre Zustimmung, wenn ich Ihr heutiges Preisgeld in voller Höhe zum Aufbau einer unabhängigen Tageszeitung weiterspende, die ich vor 2 Monaten mit vielen Kollegen an den Start brachte. Denn wenn es die Macht der Korruption war, die unsere alte Republik zerstörte, dann kann es nur die Teilung eben dieser Macht sein, die am Anfang einer neuen stehen muss. Es kann nur die strikte Trennung sein von Staat und Medien, die eine neue Republik der Bürger möglich macht. Wer freie Medien möchte, freien Journalismus, braucht freie Journalisten. Gelingt uns die Befreiung unserer Medien, ist der Weg frei für einen Neuanfang. Aus meiner Sicht zeichnet unser Grundgesetz diesen Weg schon lange vor, wenn es in seinem Artikel 146 nach einer Verfassung verlangt, die das Volk dieses Landes sich in freier Entscheidung und gemeinsam gibt. Verehrte Damen und Herren, verehrter Herr Otte, herzlichen Dank für diese Auszeichnung.